So, hallo und herzlich willkommen. Heute eine Runde geranktes 1 gegen 1. Ist mein, ich glaube, mein zweites Spiel mittlerweile im gerankten Modus. Und ich wollte eigentlich nicht Yilmaz, ich wollte eigentlich Odin spielen. Ich wollte da gerne was ausprobieren. Und ja, leider wurde der gleich gebannt. Ich kann es jetzt gar nicht wieder verkaufen. Zum vollen Preis, okay. Der wurde als letztes gebannt. Ja, ich habe erstmal wirklich, glaube ich, 9 Minuten gewartet, um in ein Match zu reinzukommen. Und dann habe ich gedacht, okay, es klappt. Odin, ich kann Odin nehmen, weil er relativ häufig gebannt wird. Aber ja, leider war dem nicht so. Das ist ein bisschen ärgerliches Spiel gegen Yilmaz, der auch den schon gemastert hat. Ich bin mal gespannt. Ist kein sonderlich angenehmer Zeitgenosse, aber wir werden mal sehen, was wir hier mit der Neve veranstalten können. Er kann auf jeden Fall die Minions gut klären. Mit seinem Splitterboden, der mir auch natürlich relativ viel Schaden macht. So, da wollte er mich schon attackieren. Und ich komme hier nur ein bisschen beschwerlich dazu, die Minions zu clearen. Bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt auf jeden Fall. Jetzt machen wir mal ein bisschen reinärgern. So, ich werde auf jeden Fall meine 1 erstmal leveln. So, jetzt haben wir hier 3 Minions, die groß vorstürmen können. Die 1 will ich mir mal aufbewahren, falls jetzt irgendwie sich reinportet, dass ich ihn schnell vielleicht noch wegblocken kann. Solange ich hier noch genug Minions habe, um die Minions zu stoppen. Ja, da kriegt er schon gut Damage. Meine 4 habe ich leider noch nicht. Die werde ich aber hoffentlich gleich bekommen. Die ist natürlich ziemlich OP hier im Arena-Modus 1 vs 1. Und ja, wir werden mal sehen, wie es kommt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht geschaut, was er für ein Item oder ob er sich Blink geholt hat oder. Er hat sich Meditation, ich wollte gerade sagen, wo hat er das Heilung herbekommen, aber jetzt hat er erstmal seine Heilung runter. Können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen reinärgern und dem Turm ein bisschen Schaden zufügen. Ja, dafür hau ich jetzt meine Ulti nicht raus, um ihn da noch ein bisschen zu schädigen, weil er wird sich eh zurückporten und ich kann jetzt da noch nicht richtig reinpushen. Ich werde jetzt mal meine Tränke aufbrauchen und hoffentlich, je nachdem wie schnell er wieder da ist, das Damage Camp hier kurz erledigen können. Könnte aber eng werden. Wäre auf jeden Fall schon mal großer Fortschritt, wenn ich das jetzt bekommen würde. Ich weiß noch nicht genau, auf was ich bauen werde. Auf jeden Fall Penetration, weil es einfach ein Tank ist. Okay, er hat sich vielleicht Mana geholt. Er braucht auf jeden Fall das Mana. Jetzt gucken wir noch, ob wir die Minions noch clearen können. Da kommt er rein. Und der kommt natürlich direkt total offensiv. Ich habe mir Reinigung geholt. Einfach um aus diesem Frost rauszukommen. Was war das jetzt? Naja, er hat es echt schwierig, glaube ich, gegen mich. Er muss sich einen Blink eigentlich holen. Naja, ich muss jetzt aber selber gucken, weil ich komplett out of Mana bin und noch mit Auto-Attacks hier rankomme. Aber ich versuche eben, wie gesagt, noch kurz die Minions zu klären. Okay, danke, ich muss raus. Das war jetzt schon ziemlich riskant. Ich werde jetzt erstmal backgehen. Er wird jetzt kurz. Ah, ich lasse ihn nicht reinpushen. Die Minions kann ich noch kurz holen. So, und jetzt ist er erstmal beschäftigt. Jetzt kann ich mich zurückporten. Er ist auf Abklingzeit, ja. Ich werde erstmal die Schuhe fertig kaufen mit physischer Kraft. Abklingzeitverringerung will ich auf jeden Fall haben. Zwei Pots gehen auf jeden Fall. Abklingzeit einfach auf das hin, dass ich eben meine Ulti immer schnell zur Verfügung habe. Die ist einfach, die wird mir hier den Arsch retten. Ich habe jetzt meinen Damage Buff noch. Mal sehen, was man jetzt hier mit anstellen kann.
So, jetzt habe ich ihm hier schon mal Damage gemacht. Das könnte es jetzt für ihn gewesen sein. Ja, und ich habe meins weg natürlich auch gebraucht. Komm. Oh. Gibt's nicht. Meine Minions sind nicht da. Ich könnte ausrasten. Ich könnte ausrasten. Ich habe auch nicht genug Leben, um jetzt den Tower zu diven. War eine knappe Geschichte. So, ja, war extrem knapp und extrem ärgerlich. Sein Mana Camp hatte gemacht. Hole ich mir meins kurz vielleicht. Er ist schon wieder da. So, komm schon, komm schon, komm schon. Bevor hier auf dumme Gedanken kommt. Jetzt kurz meinen Mana Pot noch usen. Wo ist er? Wo treibt er sich rum? Damage Camp ist nicht da. Da ist er aber. Ja, der macht schon richtig kräftig Damage. Zum Glück kann ich immer mit meiner 3 hier rauskommen und auch über seine Mauer gleich springen. Ich werde ihn nicht reinkommen lassen. Ja, der macht halt natürlich schon gut Damage. Ich denke auch, dass er nicht so arg tanky gehen wird. Nein, das lasse ich nicht zu. Mal sehen, was er bauen wird. Ich denke mal, magische Kraft wird er auf jeden Fall in Kauf nehmen. Kann jetzt sein, dass er hier auf mich lauert. Sonst weiß ich nicht, Damage ist wieder da. Ob ich mich da jetzt hinwagen kann. Ein bisschen Leben zusammengeiern. Ich werde mir auf jeden Fall relativ als nächstes Item die Penetration holen und dann direkt auf Crit gehen und dann vielleicht auf Schnelligkeit und auch vielleicht auch davor schon auf Life Leech. So, dann gehen wir kurz noch zurück. Wo sich gerade rumtreibt, die können wir uns jetzt kaufen. Soll ich jetzt schon auf kritisch gehen oder ich werde mir mal Lebensraub holen. Einfach, dass ich ein bisschen länger auf der Lane stehen bleiben kann. Und dass ich gegebenenfalls eben, ja, der wird jetzt zum Damage Camp gehen. Vielleicht kann ich ihm das wegschnappen. Nee, hat er es schon? Nee, hat er noch nicht. Mana. Aber er hat es vielleicht gecleared. Das kann gut sein. Aber der Life Leech wird ihn auf jeden Fall nerven. Vor allem gegen später. Ich habe jetzt meine F habe ich bereit, aber ich will das eigentlich jetzt nicht dafür usen. Hat das Damage Camp geholt? Nein, hat er nicht. Kann ich mich nämlich hier ein bisschen noch aufheilen und mit meinem Life Leech. Und ja, bekommen. So, ich werde meine 4 skillen. Weil die werde ich noch brauchen. Down bekommen habe ich ihn, aber leider noch nicht gefinished. Mal ein Auge aufpassen. Wort soll ich mir auf jeden Fall auch holen. Nicht, dass er mich mal hier von hinten angreift. Bisschen Tower Damage kann ich schaden. Jetzt nutze ich die. Oh nee. Oh, was habe ich mich so elendig verdrückt. Oh, na toll. Oh, jetzt hat er mich. Das war ultimativ schlecht von mir. Jetzt hat er das First Blood bekommen. Das ist übertrieben schlecht. Das regt mich jetzt auch auf. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte meine 3 nutzen und habe die 4 gedrückt und bin dadurch nicht eben... Ja, konnte einfach meine 3 nicht ausnutzen. Aber, ja, halb so wild. Alles noch offen. Da geht hier ein Jungle. Ja, komm. Naja, er weiß, was er macht. Ich wollte ihn jetzt damit eigentlich nur blocken. Damit kann ich ihn betäuben. Und er ist rausgekommen. Wie zum Teufel geht es? Das war natürlich jetzt ultra bad.
So, dann gehen wir auf jeden Fall direkt auf kritischen Treffer. Jetzt kann er natürlich in den Tower reinpushen oder was weiß ich was machen. Aber warum konnte ich... Ich habe ihn doch auf jeden Fall getroffen. Ich verstehe nicht, warum er dadurch gerade nicht unterbrochen wurde oder betäubt wurde. Aber wir wollen uns damit jetzt nicht länger auffassen. Das ist halt jetzt so. Sind vielleicht jetzt ein bisschen behind, aber davon lassen wir uns mal noch nicht total runterbringen. Ich hoffe jetzt nur, dass er nicht den, dass ich den gleichen Fehler wieder mache, aber jetzt müsste ich den Tower eigentlich bekommen. Der kommt vom Spawn, sehr schön. So, damit habe ich schon wieder ein bisschen was aufgeholt. Zum Wall verlegt. Okay, ich muss raus hier. So, den hat er daneben gelegt. Puh, ja, auf jeden Fall eine harte Nuss, der jemals. Er frisst den Damage gut, wenn ich, wenn ich kritischen. Er kommt da immer wieder raus. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wenn er jetzt noch ein bisschen greedier ist, muss er sterben. Und ich glaube, er weiß es jetzt schon. Jetzt habe ich natürlich meinen gefailt. So, jetzt hat er keine Minions. Ich habe keine Minions. Pisst sich direkt in den Jungle. Was soll er auch sonst machen? Frag mich nur, wo er jetzt hingeht. Er macht hier das Camp. So, jetzt muss ich ihn aber bekommen. Stirb doch einfach. Ich bin so schlecht, ne? Ich könnte mich gerade so abkacken. Oh, meine Güte. Boah, leck mich am Arsch. So, wieder hochleechen. Und auch direkt weggehen. Oh, ich verdrück mich, bin aufgeregt. Damage Camp hätte ich jetzt noch kurz holen können, aber ich bin so low auf Mana. So, ich gehe jetzt direkt auf Crit hier. Ich will dem auf jeden Fall richtig eine reindrücken. Relikt, was nehme ich denn? Ich könnte Speed nehmen oder Fluch für Verlangsamen. Ich nehme mal Sprint, um auch im Notfall schneller wegzukommen. Ich überlege jetzt Mana Camp holen oder Damage Camp. Ich versuche Damage Camp zu holen. Brauche ich gerade mehr. Und dann haben wir auf jeden Fall unser 1 zu 2. Gucken wir, was wir noch draus machen können. Life Leech ist schon auf jeden Fall richtig schön angenehm. So, da kommt er. Wo hat er... Ich verstehe das nicht. Ist der immun dagegen oder... Schon brauche ich mein Buff, mein Schnelligkeitsbuff. Also wenn ihr da wisst, was da schief läuft oder warum zum Teufel er hier rauskommt aus meiner 1, würde mich einfach mal interessieren, wenn ihr da was wisst. Danke für den Heal. Einfach mal dekadent, wie wir sind. Muss raus. Bisschen wieder hochheilen mit der Minion Wave. So, jetzt komm. Damit hat er nicht gerechnet. Das war ein schöner Move. Puh, ihr merkt es immer, wenn ich zwischendurch ein bisschen ruhiger werde. Aber ich bin extrem konzentriert und aufgeregt.
So, ich gehe direkt back wieder einkaufen. Wir sind auf jeden Fall jetzt nicht mehr behind. Wir sind jetzt genau gleich 2-2. Und dann wollte ich mir noch erstmal vielleicht Angriffsgeschwindigkeit. Ich werde den jetzt kaufen und nachher upgraden. Ein Pot von beiden, einfach damit ich ein bisschen was über hab. Aber der Life Leech hält mich gerade schon so schön über Wasser. 6 Sekunden noch Damage Buff, da kann ich mir auf jeden Fall kurz Mana holen. Dadurch auch nochmal ein Level abbekommen, sehr nice. Jetzt mal kurz hier ein Auge hinwerfen. Oh, hallo. Also er hat sich definitiv was gekauft, um meinen Attacken wegzukommen. Eben meiner... Oh, ich glaub's nicht, ne? Kommt der jetzt weg? So, du kommst nicht weg. So, jetzt nehme ich noch seinen Mana. Jetzt habe ich ihn auch, also wenn er nochmal stirbt, dann sollte er nichts mehr machen können. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich mal auf seinen Phönix schon mal angreifen. Damage Camp kommt auch gleich wieder. Ich muss nicht zurück. Mana habe ich noch. Damage Camp ist gerade gespawnt. Alles gut. Damage hätte ich jetzt noch nicht gebraucht. Ich werde es mal lassen für nachher, wenn es mein Mana Buff abgeklungen ist. Aber wenn es jetzt einfach nur zum Rumliegen, ich glaube nicht, dass es er sich holen wird. Ich muss auch dazu sagen, als kleine Ausrede, dass ich jetzt eben schon eine Weile eben Krieger gespielt habe. Das war die verlegte War. Und mein Aim daher relativ bescheiden ist. Okay, jetzt gehe ich mal raus. Lass mich hier nicht angreifen. Ich werde jetzt die 4 nutzen. Einfach ganz frech bin ich. Geh jetzt behind die, weil er sich vor den Minions versteckt. Ja, okay, jetzt haben wir ihn geknackt, denke ich. Meine Minions sind am Start. Wir machen gut Damage, Life Leech ist am Start. Phoenix fällt, wir gehen jetzt gleich nochmal einmal zurück. Und dann ist es sein Ernst jetzt. Okay, es ist sein Ernst. Es ist tatsächlich sein Ernst. Heimlich hoch. Ja, er ist so behind, er kommt da nicht mal mehr. Okay, jetzt war ich ein Tick zu greedy. Jetzt habe ich ihm den Kill geschenkt, aber das ist nicht schlimm. Erstmal Starter-Item verkaufen. Gehen wir jetzt auf mehr Life Leech oder... Ich werde mir dieses Item kaufen für Schnelligkeit. Den dann noch nachher upgraden und ich denke, dann müssen wir ihn haben. Ich würde mir jetzt gleich noch einen Trank gönnen. Wenn ich ein bisschen Geld habe, dann als nächsten Schritt den Bogen upgraden. Aber erstmal müssen wir jetzt natürlich wieder besiegen. Damage Buff können wir uns kurz holen. 4 zu 3, also es ist noch nichts geschenkt auf jeden Fall. Ist alles noch offen. Aber die Angriffsgeschwindigkeit spricht für sich. Der Life Leech spricht für sich. Ich denke nicht, dass er da noch große... Möglichkeiten hat. Die Minions sind richtig stark. Und ich treffe mit Auto-Attack nicht. Aber ihr seht, es ist eigentlich schon geschwätzt. Wenn ich jetzt nicht nur mal so einen groben Schnitzer mache wie gerade. Kann ich ruhig mal ein bisschen greedy hier reingehen. Nee, kann ich nicht.
Das wäre nämlich wieder zu greedy. Er bleibt da kurz stehen. Warten auf jeden Fall auf die Minions, auf die nächste Minion Wave. Amane hätte ich mir jetzt eigentlich sparen können von der Attacke, weil ich die eher für den Ymir aufbrauchen möchte. Bisschen greedy, aber einen Kill kriegt man. Jetzt Minions und Life Leech kommen heimlich hoch. Und dann. Schön gespielt. War eine knappe Geschichte. Hätte auch nach hinten noch gehen. Ich habe einfach im Prinzip aber nur wirklich dumme Fehler gemacht. Am Anfang habe ich mich direkt zweimal abstrafen lassen nacheinander. War auf jeden Fall, habe ich es ihm viel zu einfach gemacht. Und das eine Mal, wo ich mich verdrückt habe und danach auch einfach zu greedy. Jo. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr das mehr sehen wollt. 1 gegen 1. Schreibt doch vielleicht, welche Götter ihr sehen wollt. Ich hoffe, ich krieg's nochmal hin mit dem Odin. Da möchte ich einen speziellen Bild ausbauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr was unter die Kommentare schreibt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Er kriegt noch ein GG, Will Play. Hat gut gespielt auf jeden Fall. Ich habe nicht so gut gespielt, trotz dass ich nicht gewonnen habe. Aber ist jetzt egal. Haut rein. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.